Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin hier gerade kurz vor der Promenade von Side, genau an der Grenze von Kumköy und Side. Und ich mache hier heute einen kleinen Spaziergang am Strand von Kumköy und da nehme ich euch natürlich auch immer sehr gerne mit, weil ihr euch das auch immer gerne mit anschaut, was sich alles getan hat. Wir sind hier kurz vor dem Sonnenuntergang. Innerhalb der nächsten 20 Minuten geht die Sonne unter. Und wir können mal schauen, was sich hier dann auch gleichzeitig getan hat, denn man sieht überall vor Ort Vorbereitungen, ob in der Ortsmitte, ob in den Geschäften, ob an den Hotels, ob an den Stränden. Denn es wird ja nächste Woche hier richtig voll ab diesem Wochenende und daher sieht es hier auch schon ein bisschen anders aus. Und ich hatte auch sehr, sehr viel zu tun gehabt jetzt die letzten Tage in meinen Geschäften. Ich bin ja auch in der Vorbereitung und auch viel Besuch kommt und daher die Tage jetzt die Videos immer so ein bisschen später, aber bald sind es auch alles vorbereitet und fertig bei mir im Laden und dann kommen die Videos auch natürlich wieder früher und die Hotels machen jetzt auch alle auf und dann werde ich auch natürlich die Tage wieder oder demnächst viele Hotels wieder vorstellen. Auch die Hotels, die wir letztes Jahr schon mal gezeigt hatten, werden auch in der Saison 2024 noch mal gezeigt und da kommen noch mal viele andere Hotels noch dazu dieses Jahr. Ne? So, und dann werde ich ja mal die Kamera drehen und dann wissen auch schon sicherlich viele, wo wir hier sind. Ich bin hier genau an der Promenade, wo sie losgeht. Und schon mal, hier sieht man auch Vorbereitungen. Hier wird auch was vorbereitet. Wie gesagt, jeder macht für die Saison Vorbereitungen. Jeder erhofft sich eine gute Saison. Die Erwartungen sind sehr hoch von sehr vielen Menschen dieses Jahr, denn die Buchungen für die Türkei sind ja dieses Jahr sehr hoch. Die Türkei soll sogar vor Spanien sein mit den Buchungen, habe ich mitbekommen. Und da sind alle halt gespannt und freuen sich auf das Jahr 2024, auf die Saison. Und da sieht man ein bisschen was vom Sonnenuntergang. Das Wasser ist auch ein bisschen aufgewühlt. Und da stehen so viele Felsen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Diese Steine, Riesensteine, Felsenplatten, wo die da hinkommen sollen. Das weiß ich nicht. Das ist hier der Blick zurück zum Strandabschnitt von Corolla, vom Gran Side zum Side Quality. Die Hotels machen hier alle demnächst auf. Und es ist sehr windig gerade. Hier ist noch nicht viel gemacht am Strand, aber die Liegen stehen da vorne. Und der Steg vom Kirman Sidemarin hat seine Bretter wieder. Und die Sonne ist gleich weg, das ist aber ein sehr schöner malerischer Sonnenuntergang. Mal da hinten. Der Steg ist aber geradezu, aber nicht abgeschlossen. Ein herrliches Meeresrauschen bei dem aufgewühlten Wasser heute. Wir werden heute auch einen ganz, ganz herrlichen Tag. Morgen soll es ein bisschen heiter sein. Zum Nachmittag soll es sogar auch regnen. Bin gespannt, wie es morgen wird, das Wetter.
Das Meer steht hier auch gerade sehr hoch. Und schaut mal, wie stark der Wind ist. Das Wassersport hat hier die Fahrt schon ausgestellt. Und da sieht man, was für einen Wind man heute hat. Hier beim Nova Park hat sich noch nichts getan. Das war oder ist immer noch in der Renovierung. Wir haben eine sehr starke Beleuchtung bekommen vorm Hotel. Das kann man mal filmen, wenn es fertig ist. Und hier ist der Steg vom Fee Beach Hotel. Das Wasser steht aber sehr, sehr hoch. Und hier sind, glaube ich, sehr viele Quallen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Quallen herkommen, aber die sind nicht gefährlich. Die sollen nicht gefährlich sein. Schaut mal, wie viele Quallen hier am Strand sind. Also keine Sorge, wenn man hier die ganzen Quallen sieht. Schaut mal, da sind gerade so viele hier. Die ganzen runden, was auch so viele Plättchen hier. Das sind alles Quallen am Strand von Phnom Penh. Ja, richtig große sogar dabei, ne? Schaut mal, wie hier. Das Wasser. Schaut mal hier, wie groß die hier ist. Also ich habe noch nie so viel Quallen gesehen, so wie dieses Jahr. Ihr seht ich herrlich auch nicht in meinen Videos. Und hier ist der Strandabschnitt vom Side Mare Resort Hotel. Hier haben wir auch schon einiges gemacht. Und da ist eine neue Beachbar von einem Hotel. Ich denke mal, das müsste die vom Side Mare Resort sein. Noch bin ich mir nicht sicher, aber das sieht zumindest so aus. Und das Thalia Unique Hotel hat den Strand bereit. Der Steg ist noch zugesperrt. Aber da sieht man schon viele Schirme und liegen. Ja, so schaut es heute aktuell aus zum Sonnenuntergang. Jede Woche passiert hier etwas anderes. Und schaut mal, der Strandabschnitt von Thalia im Hotel. Zu 100% fertig. Nur der Steg ist noch nicht auf. Aber der ist sicherlich die Tage auch auf. Eine Veränderung gibt es hier auch. Man hat hier einen Weg. Und hier hat man gleich liegen. Der ganz schick geworden. Das ist hier der Blick. Wenn in Richtung Evrensiki Cholak de Gündodo. Der Blick in Richtung Ortsmitte. In dem Fall jetzt Thalia Unique Strandabschnitt. Hier nochmal der Blick in Richtung Side.
Das Wasser ist aber schon sehr hoch. Und das ist richtig gutes Angel. Und Angel ist die Höhe genau richtig, ideal. Seht euch mal diese wunderschöne Aussicht an. Das sieht schon toll aus. In Richtung Sonnenuntergang. Die Palm Beach Hotel scheint ja auch in der Vorbereitung zu sein, hier am Strand. Man sieht, dass hier ein Traktor gearbeitet hat. Das Hotel wurde ja komplett saniert. Da sind sogar neue Toiletten drin, neue Fliesen, das habe ich gesehen gehabt. Wir da ein Video gemacht hatten und vorbeigegangen waren. Hier sieht man, dass der Strandabschnitt vom Kirmankalyptus auch gerichtet wurde. Man sieht hier die Traktorspuren. Hier mal der Strandabschnitt vom Serenis Hotel. Da wird auch gerade gestrichen. Hier oben ist es noch ein bisschen verrostet. Das ist halt hier am salzigen Wasser, direkt am Meer. Da muss man halt die Metalle hier jedes Jahr neu streichen. Ja. Das Hotel werden wir euch auch noch mal zeigen. Und dann sind wir gleich hier beim Beach Flower Hotel. Man sieht da sehr viele Fliegen. Wir haben einer der größten Strandabschnitte hier in Grundhöhe. Das ist das Flower Hotel. Und von hier aus können wir dann auch zurückgehen, sonst wird es später zu dunkel. Beim letzten Video waren wir auch bis hierher gekommen, am Kumpelstrand. Wie gesagt, man sieht überall die Vorbereitungen. Hier am Strand, in der Ortsmitte, auf den Straßen, vor den Hotels, in den Hotels. In den Geschäften überall wird was gemacht für die Saison 2024. Wie gesagt, die Türkei soll dieses Jahr der Spitzenreiter sein für die deutschen Urlauber. Das ist der meistbesuchteste Ort der deutschen Urlauber, soll es dieses Jahr sein. Gespannt, wie dieses Jahr hier sein wird.
Ich halte euch natürlich hier immer auf dem Laufenden, was aktuell vor Ort los ist. Ist hier die Rundumgebung. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen. Mal zu zeigen, wie es hier ausschaut jetzt. Das Video kommt Köy. Am Strand. Von der Promenade von Siede bis zum Mitz Flower Hotel. Jetzt ist die Sonne komplett weg. Da wird es auch schneller dunkel, als man denken kann. Wieder der Thalia Unik Strandabschnitt vom Hotel. Die vom Steg links und rechts jeweils 20 Meter die Felsen und Platten entfernt haben. Das heißt, man kann hier in aller Ruhe ins Wasser gehen. Denn dieser Bereich ist ein bisschen steinig. Aber vom Steg links und rechts jeweils 20 Meter. Hat man hier keine Felsen oder Platten. Somit ist auch heute wieder ein ganz herrlicher Tag vergangen hier bei uns. Der Tag hat viele Urlauber erfreut heute. Es sind sicherlich viele auch ins Wasser gegangen. Hier im Mittelmeer, bei uns in Siede. Können wir mal morgen wieder schauen, wenn nichts dazwischen kommt, wie es am Strandpark so mal ausschaut. Denn das ist ja im Allgemeinen gut besucht mittlerweile, die Hotels hier aufhaben. Wir sind gut besucht.
Aber so hoch habe ich das Wasser in letzter Zeit kaum gesehen, wie es jetzt gerade ist. Hier am Strand von Kumkösiede. Und dann sind wir wieder zum kleinen Bach gekommen, der Kumkö uns wieder trennt. Jetzt sind wir hier gleich offiziell auf der Seite von Side. Das war dann heute der Strand von Side Kumkö zum Sonnenuntergang. Es sind ein paar Veränderungen da. Und hier ist wieder die Promenade, wo es bis nach Side geht. Hier der kleine Spielplatz. Und hier der Weg in Richtung Ortsmitte. Und dann sind wir auch schon wieder gleich da, wo unser Video angefangen hat. Dann möchte ich mich von hier aus verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.